Ja, herzlich willkommen beim ComputeWave Videoblog, Videoshow, wie immer es mal auch nennen wollen. Für alle Leute, die nicht ständig bei uns in den Laden kommen können, weil sie vielleicht ein bisschen weiter weg wohnen, wollen wir euch so einmal im Monat so ein kleines Video machen, wo wir so ein bisschen auf Veranstaltungen hinweisen, was gibt's Neuigkeiten, was ist so passiert in der Szene, natürlich auch neue Produkte vorstellen. Und ja, ich hoffe, es wird auch nicht so langweilig und wir fangen heute das erste Mal an. Mal schauen, was passiert. Ja, vor kurzem waren die zweiten deutschen Gombot Open in Karlsruhe. Da sind wir hier aus Köln mit gut 70 Mann mit einem Doppeldeckerbus hingefahren. Morgens hier getroffen mit allem Mann, da runtergefahren. War ein super geiler Tag. Nochmal Dank an die Veranstalter. Wetter war Bombe, wir konnten den ganzen Tag das Parkhaus fahren. Nachmittags war noch ein Game of Skate Contest. Und ja, morgens um 2:30 waren wir dann wieder in Köln. Es sind ein paar nette Videos gemacht worden. Die werden in den nächsten Tagen, Wochen fertig. Die werden dann bei uns noch gepostet. Und ja, wir freuen uns schon aufs nächste Jahr und hoffen, dass es wieder so eine tolle Veranstaltung wird. Ja, vor kurzem war ja das Heldenrennen bzw. die Deutsche Downhill-Meisterschaft. Unsere Teamfahrer Fabian Laute und Sebastian Hertler waren da. Hab mich super gefreut, dass der Hertler das Ding gewonnen hat. Muss ein geiles Rennen gewesen sein. Ich konnte leider selber nicht da sein, weil ich auf einem Festival in Frankreich war. Aber passt natürlich sehr gut, dass der Hertler gewonnen hat, weil am Montag, quasi einen Tag danach, kam seine Signature-Rolle bei Kalt auf den deutschen Markt. Und ja, die werden wir euch natürlich jetzt gleich gerne mal präsentieren und vorstellen. Ja, hier haben wir sie, die Signature-Rolle von Sebastian Hertler. Wie eben schon gesagt, hat er jetzt die deutsche Meisterschaft damit gewonnen. Ist seine neue Rolle, gibt es jetzt seit ein paar Tagen, ist auf dem deutschen Markt. Ist von der Firma Kalt in dem Horotica Urethane. Ist eine gute Mischung aus Grip- und Slide-Verhalten. Stoneboard finde ich, also leicht angeraut mit gebrochenen Kanten, sodass es ein bisschen eher slidet. Ist 78A, weil der Sebastian fährt eher mal etwas weichere Rollen, weil er schön viel Grip in den Kurven braucht. Und wenn man schnell genug ist wie er, kann man auch sowas sehr gut sliden. Als zweite Neuigkeit haben wir die Rolle vom Stefan Risch. Das ist diese hier in der schönen Hautfarbe. Keine Ahnung, was das ist, aber ist auf jeden Fall mal was anderes. Ist eigentlich nahezu die gleiche Rolle, auch im selben Bogotá, aber in 83A, also etwas härter und lässt sich somit natürlich etwas eher sliden. Und ja, schön zu sehen, dass deutsche Fahrer unterstützt werden von der Firma Kalt. Als nächstes Produkt wollen wir euch das Spinto vorstellen von Buddy Car Skateboards. Das ist der Mann, der auch die Metro Wheels macht und früher jahrelang bei Tracker gearbeitet hat. Und mittlerweile kenne ich ihn sehr gut. Wir arbeiten seit Jahren zusammen. Und ich bin natürlich immer froh, wenn der mal ein neues Produkt auf den Markt bringt. Und ja, das ist es. Spinto gibt es in der 8- und 9-Ply-Version. Ist 40 Inch lang, 9,5 Inch breit und hat eine 33er Wheelbase mit einem sehr krassen Drop von 2 Inch, also knapp 5 cm Drop. Ist also eines der flachsten Boards für Long Distance Pushing, was es im Moment gibt. Wir haben das mal mit dem Eibach verglichen und da sieht man also echt einen deutlichen Unterschied von der Höhe. Man kann riesige Rollen fahren bis weit über 80 mm und gar kein Problem, ohne dass man Wheelbites bekommt. Und ja, für alle Leute, die so ein Board suchen oder auch brauchen eventuell, ist das echt mal ein schönes Board. Zudem gibt es das auch in Weiß, das ist dann die 8-Ply-Version. Hier seht ihr das mal montiert mit ein paar Gunmetals, 10 Inch breiten Achsen und ein paar Metro Express Wheels in 77 mm. Und ja, es ist also echt zum Pushen, würde ich sagen, echt ein super geiles Board. So, zu guter Letzt für heute würde ich euch noch gerne die Firma Elephant Brand vorstellen. Das ist die neue Firma von Mike Villelli. Und da viele von euch wissen, wir sind ja nicht nur ein reiner Longboard-Laden, wir sind ein klassischer Skate-Shop, der auch super viel Oldschool-Stuff hat und auch normale Skateboards. Und es mir natürlich sehr am Herzen liegt, halt auch so die Skater so aus der ersten Zeit oder so aus meiner Anfangszeit ein bisschen zu unterstützen. Es ist halt super geil, dass der jetzt sein eigenes Label gemacht hat. Und wir haben jetzt hier mal 4 Boards zum Beispiel hängen aus seinem aktuellen Line-Up. Der hat noch jede Menge andere Boards, die sind aber leider jetzt alle direkt schon wieder ausverkauft. Und als großes Highlight, finde ich, ist hier dieses Tribute Deck für Dimebag Darrell. Das ist der verstorbene Gitarrist von Pantera, einer der besten Metal-Bands aller Zeiten, wie ich finde. Ja, und das ist jetzt so ein persönliches Board von Mike Villelli unterschrieben.
was natürlich in meiner Sammlung, was natürlich nicht zu verkaufen ist, aber das gibt es natürlich auch so, ohne die Unterschrift zu kaufen. Ein schönes N80er Board, aber mit einem modernen Concave. Also für alle, die jenseits der 30 sind, ist das eigentlich ein perfektes Board, um ein bisschen rum zu cruisen, im Pool zu fahren oder was auch immer. Und ja, ich finde, ein super geiles Ding. Passt.